Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Erik Berntsen. Was wäre, wenn Vegeta zum Super Saiyan Gott geworden wäre gegen Bills? Es wäre so gesehen eher ein Fehler, Vegeta zum Super Saiyan Gott zu machen, weil Son Goku hat wie bei Naruto die Eigenschaft, selbst seine Feinde zu Freunden zu machen und Leute zu verändern. Dies hat Vegeta nicht, da er viel zu stolz ist. Vegeta hätte natürlich mit aller Macht gegen Bills gekämpft. Wie im Anime würde seine Super Saiyan Gott Kraft größer und größer werden bis zum Max. Vegeta hat zwar auch einen großen Kampfeswillen, doch ich glaube, er wäre nicht so groß wie bei Son Goku in diesem Kampf. So würde Vegeta früher oder später diesen Kampf verlieren. Und die Erde würde sehr wahrscheinlich zerstört werden, da Bills von Vegeta enttäuscht wäre, da er kein Gegner für ihn war. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!